Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video, denn Brawl Stars, wir müssen unbedingt reden. Ja, Freunde, über 3 Jahre habe ich gewartet und ich musste erst mit Brawl Stars aufhören, damit endlich etwas passiert. Und jetzt, nach so einer langen Zeit, ist es endlich soweit. Der Star Park kehrt zurück und die böse Seite von Brawl Stars rückt nach langer Zeit wieder in den Vordergrund. Und ich stelle euch heute alles vor, was ihr wissen müsst, wieso das alles passiert und was genau als nächstes passieren wird. Am 21.10. kam der letzte neue Brawl Talk raus. Thema Zirkus. Das ist das Thema, womit viele Leute natürlich auch den Freizeitpark und Spaß verbinden, was man so als den ersten Hinweis in Richtung Star Park hätte deuten können. Und jetzt im Nachhinein können wir auch einige komische Sachen, die im Brawl Talk passiert sind, besser einordnen. Zum Beispiel bei 3 Minuten und 11 Sekunden hat man einen Typen gesehen, der anscheinend in einem Raum den Brawl Talk sich von einer anderen Perspektive angucken kann. Und dieser Mitarbeiter, der sich das dort anguckt, heißt übrigens Rick. Woher ich das weiß, erfahrt ihr gleich. Wenn ihr übrigens gar keine Ahnung habt, was eigentlich dieser Star Park ist und was das alles hier bedeutet, schaut euch sehr gerne einfach mal meine Playlist an. Ich habe zu diesem Thema schon unendlich Videos gemacht und die von euch, die diese Videos verfolgt haben, die haben mir auch unzählige Male in die Kommentare geschrieben: Kevin, bitte, 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 bring wieder ein Brawl Stars Theorie Video. Da seht ihr jetzt hier mal ein paar Kommentare eingeblendet. Und von euch allen, die solche Themen feiern und die gerne wieder wollen, dass Brawl Stars ab jetzt häufiger kommt, vor allem wenn jetzt die Theorien wieder da sind, lasst jetzt alle bitte, bitte, bitte einen Daumen nach oben da, um mir zu zeigen, dass ihr das öfter sehen wollt, und abonniert jetzt den Kanal und schreibt mal in die Kommentare: Hashtag Eierkopf, bitte bring mehr Theorievideos. Seit kurzem ist auch der Star Park Brawl Talk und das Star Park Investor Video tatsächlich offline genommen worden. Entweder war das Ganze wegen Lizenzproblem oder auch dahinter könnte etwas Größeres stecken. Also, Brawl Talk kam am 21.10. Dann kam das Update und es sind einige komische Sachen jetzt hier im Spiel passiert. Und ich würde sagen, das schauen wir uns doch einfach mal direkt gemeinsam an. Wenn wir hier nämlich ganz normal in der Brawl Stars Lobby sind, dann können wir hier oben rechts eine sehr, sehr komische Videokamera erkennen. Auf die kann man draufklicken, dann kommt so ein Fenster Zeitanomalie festgestellt. Dann gehen wir auf Abschicken und dann kommen wir tatsächlich in ein Untermenü von Brawl Stars und das sieht so aus. Wie krass ist das bitte? Das ist tatsächlich ein Videoüberwachungsraum und hier kann man einige Sachen erkennen. Als allererstes mache ich euch einmal ganz kurz hier die Musik an. Ihr seht, hier ist zum Beispiel der Star Park Eingang. Ganz groß in der Mitte ist auch übrigens eine Uhrzeit und ein Datum angegeben. Wundert euch nicht, das ist nicht das Datum und die Uhrzeit, die wir jetzt hier gerade in Deutschland haben, sondern das ist die japanische Zeit. Deswegen ist jetzt auch hier gerade der 5.11. um 1.05 Uhr, wohingegen ich das hier gerade am 4.11. um 17.05 Uhr aufnehme. Deswegen wundert euch nicht, das Ganze ist hier live. Also das, was hier gerade passiert, passiert live auch quasi im Star Park im Brawl Stars. Als allererstes, als ich das hier übrigens gesehen habe, musste ich an das 8-Bit-Minispiel denken. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, seht jetzt hier mal ein bisschen Videomaterial zu eingeblendet. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das noch kennt. Hier in dieser Ansicht können wir tatsächlich jetzt Kameras wechseln. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel oben rechts einfach mal klicke, wechselt die Kamera in die Mitte, dann hier die, dann unten links wechselt die in die Mitte, dann oben links wechselt die in die Mitte. Ebenfalls sehen wir unten links eine Star Park Tasse. Wir haben hier in der Mitte einen Notizblock. Wenn wir diesen Notizblock anklicken, dann können wir übrigens auch Einträge erkennen. Und wenn wir hier einfach mal auf links klicken, dann kommen wir zurück. Und hier erfahren wir auch, warum dieser Typ vom Brawl Talk Rick heißt. Weil wir haben hier einen neuen Mitarbeiter, der anscheinend an den Kameras sitzt. Und das ist der gute Rick. Er schreibt in seinem Tagebuch immer, was passiert. Er schreibt, dass der Job sehr einfach ist und trägt halt hier immer ein, was passiert ist. Ihr seht hier, der Job ist sehr einfach. Es ist nichts passiert. Dann hat er irgendwie eine lange Pause gemacht. Und hier heute auch wieder ein Eintrag vom 5.11. übrigens 1995, ja. Das Ganze ist also 28 Jahre her. 1995 sind diese Aufnahmen hier, denn wir sind ja in der Vergangenheit gerade.
Aber was können wir hier noch erkennen? Wir erkennen ein Telefon, das kann man anklicken, das kommt ein Geräusch. Dann haben wir hier ein Walkie-Talkie, das neu aufgetaucht ist. Eigentlich war hier nämlich noch ein Stift, der Stift ist in der Mitte weg. Und dann das Wichtigste überhaupt ist tatsächlich dieses Ding hier. So ein Gerät, was da halt einfach steht, so ein kleiner Computer. Und hier steht jetzt ein, dass es ein nicht angeschautes Videomaterial aus den Sicherheitskameras gibt. Und das können wir uns jetzt anschauen. Da gehen wir einfach mal auf Open. Und dann kommen wir hier einfach mal zurück. Und hier gibt es jetzt tatsächlich auch Videomaterial, was unglaublich wichtig ist. Eigentlich ist die meiste Zeit in den Kameras nur zu sehen, dass Leute aufräumen. Man kann übrigens auch zurück- und vorspulen und auch auf Pause gehen. So, das war es jetzt hier mit dem Videomaterial. Das ist vom 4.11.1995. Und genau mit diesem Zeitstempel und diesem Code haben wir heute als gratis Spieler-Icon im Shop bekommen. Auch sehr, sehr cool, weil diesen Code konnte man dort dann eingeben und hat das Videomaterial schon vorher angucken können. Jetzt hat jeder die Benachrichtigung bekommen. Spulen wir aber noch mal eben ganz kurz in dem Videomaterial von meinem Handy hier zurück. In diesen Security-Aufnahmen, die gespeichert worden sind, hat man tatsächlich einige sehr, sehr wichtige Charaktere gesehen. Und zwar haben wir Leon gesehen, wir haben Danita gesehen und ebenfalls Poco und Mandy. Und das Wichtige zu Leon und Danita, beide hat man ohne Maske bzw. ohne Kapuze gesehen. Und ihr wisst es, Danita hat ja eigentlich immer hier seinen Hut auf und Leon hat eigentlich immer seine Kapuze auf. Das heißt, von beiden kann man das Gesicht eigentlich nicht richtig erkennen. Aber hier in dem Material können wir es sehen. Zusätzlich ist auch zeitgleich zu diesem Raum, den wir jetzt hier in Brawl Stars haben, ein Video auf allen Social Media Accounts von Brawl Stars gepostet worden, wo der Starpark abstreitet, dass sämtliche gruselige Sachen, die aufgetaucht sind, echt sind. Es gibt keine Geheimkameraräume, die Zeitcodes soll man alle ignorieren und auch sonst sind nie schlimme Dinge passiert. Aber genau der gegenteilige Fall ist ja eigentlich eingetreten und alle Sachen, die angeblich nicht passiert sind, sind passiert. Aber warum gibt es jetzt diesen Raum und was wird da alles passieren? Kevin, was ist deine Vermutung? Hast du eine Idee? Ich denke mal, viele von euch können sich noch an den geheimen Brawl Stars WKBRL Livestream erinnern, der über 2 Jahre auf einem eigenen YouTube-Kanal gelaufen ist. Dieser Livestream hat uns immer vor neuen Updates und Brawl Talks Hinweise gegeben, was wir für Brawler bekommen oder was im nächsten Update passieren wird. Zum Beispiel, als Amber damals rausgekommen ist, ist so einen Monat vorher in diesem geheimen Livestream ein Feuer ausgebrochen, als Hinweis darauf, dass wir einen Feuer-Brawler bekommen. This is normal. We already told you. This is normal. Das war echt ziemlich, ziemlich cool, jedoch war dieser Stream irgendwann nach über 500 Tagen offline und keiner wusste, warum der WKBRL-Livestream gestoppt wurde. Ich vermute im Nachhinein, dass dies nicht mal von Brawl Stars beabsichtigt war, sondern versehentlich passiert ist. Damit wohl so etwas nicht nochmal passiert, gibt es jetzt genau dieses Feature hier in Brawl Stars im Spiel. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt 1 und 1 einfach mal zusammenzählen, dass wir ab jetzt dauerhaft viele Sachen hier in diesen Kameras angeteasert bekommen werden. Sei es, dass da vielleicht mal ein neuer Brawler durchs Bild rennt oder dass wir Zeuge werden von den verbotenen Sachen, die im Starpark passieren, denn ihr wisst ja alle, wenn man einmal im Starpark ist, dann kommt man dort nicht wieder raus. Und wir haben dort eine Zeitschleife, die nicht endet. Weshalb dieses Material auch im Jahr 1995 spielt, obwohl es ja eigentlich 2023 ist. Das heißt, die Leute, die den Starpark betreten, kommen nie wieder raus und werden zu Brawlern verwandelt. Das ist die Kurzfassung, die wir vom Starpark wissen. Ebenfalls werden wir mehr von der Geschichte hinter Brawl Stars und die bösen Sachen erfahren. Und es steht die Theorie im Raum, dass wir Änderungen in diesem Sicherheitsraum bekommen werden, bis mindestens zum 12.12.2023. Weil das ist der 5. Geburtstag von Brawl Stars. Und bis dahin bleibt auf der Hut und vergesst nicht, immer zu lächeln. 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 Lächeln.